Vor einem Jahr eskalierte der Ukraine-Konflikt und die Russland-Sanktionen wurden erheblich verschärft. Das ist das Thema heute bei Finance TV, denn in der deutschen Exportwirtschaft hat das Ganze tiefe Spuren hinterlassen. Wie tief diese Spuren sind, das diskutieren wir heute mit dem früheren Chef von Mercedes, Haniel und Metro, Dr. Eckhard Cordes, der inzwischen Vorsitzender des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft ist. Herzlich willkommen, Herr Dr. Cordes. Hallo. Die Zahlen sind sehr bedenklich, die wir gesehen haben von der Exportfront. Im letzten Jahr sind die deutschen Russland-Exporte um 18% eingebrochen, im ersten Quartal dieses Jahres sogar um über 30%. Haben Sie ein solches Ausmaß erwartet? Ganz klar nein. Das Ausmaß überrascht mich, ist deutlich höher, als ich geglaubt hatte. Und besonders gravierend hier war es auch, dass eben der deutsche Maschinenbau mit einem Minus in diesem Jahr von fast 30% betroffen ist, sozusagen ein Kernstück der deutschen Industrie. Was ja besonders alarmierend ist, dass sich die Talfahrt zu beschleunigen scheint. Kann man sagen, der deutsche Russlandhandel bricht jetzt in diesem Jahr richtig zusammen? Nun, man soll nicht vorschnell urteilen. Wir haben in den ersten 3 Monaten diesen Rückgang von 35% nach den von Ihnen genannten 18% im letzten Jahr. Ich wage jetzt nicht die Prognose, dass diese 35% auch auf das ganze Jahr bezogen so gelten. Aber selbst wenn es noch 20% minus werden oder minus 25%, ist es immer viel. Man muss nämlich eines berücksichtigen bei dem Ganzen. Wir haben in 2013, also sozusagen dem letzten Jahr vor der Krise, Exporte nach Russland gehabt von 40 Milliarden Euro, Deutschland. Wir haben auch nach Ländern wie Belgien oder Tschechien oder Österreich Exporte von 40 Milliarden. In Russland leben aber 10-mal so viele Menschen. Sie sehen, welches Potenzial wir eigentlich hätten in Russland. Und dieses Potenzial schöpfen wir jetzt nur nicht aus, sondern wir marschieren im Rückwärtsgang. Die Russen schöpfen das Potenzial ja selber nicht aus. Die Wirtschaft kränkelt. Zieht sich zurück. Das heißt, die Exporte werden ja ohnehin zurückgegangen aufgrund der Schwäche oder der Nachfrageschwäche der russischen Wirtschaft. Können Sie auseinanderrechnen, wie viel wirklich auf das Konto der Sanktionen geht? Nein, das ist schlicht und ergreifend unmöglich. Sie haben es völlig richtig gesagt. Die russische Wirtschaft hat in den letzten Jahren nicht die Dynamik entwickelt, die wir eigentlich erwartet hätten. Russland ist Teil der BRICS-Staaten, nämlich das R bei BRICS. Aber das hat nicht stattgefunden. Das liegt sicherlich auch daran, dass Modernisierungsinvestitionen in Russland nicht in dem Maße stattgefunden haben, Infrastrukturmodernisierungsinvestitionen in den letzten Jahren, man kann vielleicht sogar sagen Jahrzehnten, was eben jetzt zu dieser nachlassende Dynamik herbeigeführt hat. On top kam dann in diesem Jahr oder in 2014 auch schon der sinkende Ölpreis mit in der Folge sinkendem Rubelkurs. Alles das hat signifikante Bremsspuren hinterlassen in der Wirtschaft. Welcher Effekt on top kam durch die Sanktionen, ist analytisch, mathematisch nicht im Detail zu fassen. Die Sanktionen sind ja vor allem eine politische Strafmaßnahme für ein Vorgehen, das ein Großteil der Russen für angemessen hält in der Ukraine. Ist da atmosphärisch auch viel Potenzial zerschlagen worden auf russischer Seite gegenüber deutschen Handelspartnern? Sie meinen, dass die Sanktionen, die implementiert worden sind, Porzellan zerschlagen haben bei Russen? Nehmen. Ja, persönlich ist vielleicht ein Tick zu viel. Aber zumindest haben aus meiner Sicht bisher die Sanktionen nicht das Ziel erreicht, das wohl erreicht werden sollte. Sie haben das Wort Strafmaßnahmen genannt. Diese Sanktionen sind löchrig. Es machen große Wirtschaftsnationen nicht mit. Die Chinesen machen nicht mit, die Koreaner machen nicht mit, die Brasilianer machen nicht mit. Das heißt, sie können umgangen werden. Und deswegen sind sie eben ein Maßnahmenbündel, das aus meiner Sicht am Ende das Ziel nicht erreichen wird. Im Gegenteil, sie haben sogar einen Effekt auf der psychologischen Seite erreicht in Russland, dass sich so eine Art Wagenburg-Mentalität entwickelt hat. Man zusammensteht und sagt, jetzt erst recht. Also sozusagen, wir erst recht im Sinne, wir lassen uns nicht sozusagen an den Verhandlungstisch bombardieren oder was auch immer. So sehe ich im Moment die Situation. Ich glaube, wir brauchen schnell, rasch eine Situation, dass wir sozusagen ohne vorherige Schuldzuweisungen an den Verhandlungstisch kommen und versuchen, die Krise zu lösen. Mit Minsk II, das, glaube ich, ganz wesentlich der Bundeskanzlerin zu verdanken ist, haben wir ja eine eigentlich gute Startbasis. Die Russen kaufen im Moment sehr, sehr wenig deutsche Investitionsgüter aufgrund der Sanktionen. Wahrscheinlich kaufen sie generell wenig Investitionsgüter im Moment ein. Die Furcht haben Sie ja angesprochen, dass Chinesen, Koreaner und sowas in die Bresche springen. Passiert das tatsächlich underground in Russland oder ist das ein Mythos? Nein, das ist kein Mythos, das passiert tatsächlich. Und Sie sehen das auch, wenn Sie und hören es, wenn Sie mit russischen Gesprächspartnern reden. Die Chinesen drängen sozusagen nicht nur in die Hardware, wenn ich so sagen darf, sondern Sie haben vielleicht gesehen, vor 14 Tagen circa ist ja auch verkündet worden, dass die Chinesen 25 Milliarden US-Dollar bereitstellen wollen für Refinanzierungsmaßnahmen an den Kapitalmärkten. Hier wirken ja Sanktionen. Und Sie können hier ganz klar sehen, dass hier ein sozusagen geostrategisches Fenster durch die Chinesen ausgenutzt wird, aber nicht nur durch sie, sondern auch durch andere.
Und das geht eben, weil das Ganze unsere Wirtschaft, unsere Industrie psychologisch benachteiligt. Man ist in Russland zu Recht oder zu Unrecht, ich möchte das gar nicht werten, enttäuscht darüber, dass Deutschland als Teil der EU oder als Teil des in Anführungsstrichen Westens eben diese Sanktionen so vorbehaltlos mitträgt. Wie gehen denn die deutschen Exporteure mit dieser Situation um im Tagesgeschäft? Die sind ja viel in ihrem Verband organisiert. Wie wird versucht, diesen Gesprächsfaden, die Geschäfte aufrechtzuerhalten? Wir haben bisher praktisch keine Fälle, sehr vereinzelte Fälle, dass sich Unternehmen aus Russland zurückziehen. Opel ist insoweit eine Ausnahme. Die anderen bleiben, trotz der schlechten Wirtschaftslage. Irgendwo glaubt man daran, dass es in der Zukunft wieder zu einer verbesserten Situation kommt. Wir haben insgesamt 6.000 deutsche Unternehmen in Russland oder Unternehmen mit deutscher Beteiligung. Wie gesagt, die bleiben fast alle. Was man tut, man tritt auf die Investitionsbremse, was dann noch einmal negative wirtschaftliche Effekte in Russland natürlich verursacht. Es gibt Stellenkürzungen. Also ich möchte mal so sagen, es wird das übliche Maßnahmenbündel angewendet, das man anwendet, wenn es wirtschaftlich eng wird. Und wirtschaftlich eng ist es, aber ein Trend, wir gehen aus Russland raus und verlassen diesen Markt. Diesen Trend gibt es zumindest bisher nicht. Wir sind beim Ausblick und damit auch bei den drei Fragen von Finance TV, die ich Sie bitte mit Ja oder Nein zu beantworten und zumindest sehr kurz. Die erste Frage, glauben Sie, dass die deutschen Exporte nach Russland immer weiter zurückgehen werden, solange die Sanktionen nicht gelockert werden? Das glaube ich nicht. Ich hoffe, dass wir mit 2015 das untere Niveau erreicht haben. Die zweite Frage, können wir schnell wieder auf das alte Geschäftsniveau zurückkehren, falls die Sanktionen gelockert oder aufgehoben werden? Nein, es ist viel, viel Vertrauen zerstört worden und es wird Zeit dauern, dieses wieder aufzubauen. Und die letzte Frage, fürchten Sie, dass die Russland-Sanktionen noch mal verschärft werden, wenn die Ukraine sich weiter verschärft? Ich bete und hoffe, dass das nicht der Fall sein wird. Der Appell an die Vernunft bei den Verhandlungspartnern und die schweren Folgen für die deutsche Industrie. Danke für Ihren Bericht. Dr. Eckert Kordes hier bei Finance TV. Schauen Sie am Mittwoch wieder rein, dann haben wir ein etwas positiveres Thema. Es geht darum, wie sich ein Internetkonzern komplett neu aufstellt. Und es geht um Liebe, um Dating. Schauen Sie rein, das wird Sie auch erfreuen. Bis dahin, eine gute Zeit und tschüss.